der schönsten Momente. Ach ja. Ja. Wenn wir schon anders seekrank werden. Keine Straße. Was? Kein fester Untergrund hier. Kein fester Untergrund, da hast du recht. Sehr gefährlich, was wir hier treiben wieder. Einmal hier rein. Hier in Position. Alle hier rein. Lara Lee. Hallo. Dich, endlich hast du ein Problem mit deinem Radbike. Die Zeit ist gelaufen. Yes, da ist er, der Bass. Hier, mein Freund Dirk, du hast ja schon alles aufgebaut. Ein Traum. Ach, hier, die Wilden sind auch da. Der Werner war der erste Besucher. Der Werner war der erste. Er hat gesagt, ihr seid ja so geil. Wir sind jetzt hier auf unserem Platz. Wir haben uns jetzt mal ein bisschen entspannt und einen Haufen Leute schon wieder kennengelernt. Wir sind echt nur am Campingplatz und ganz da vorne spielt die Musik. Da muss ich jetzt irgendwie erst noch mal hin. Auf jeden Fall hier überall stehen geile Bikes und viele Zelte. Der Werner ist da. Werner, du alte Luftpumpe. Warte, ich mach das nicht. Nee, ich mach's doch nicht aus. Guten Tag. Hast du die Lara im Griff? Super im Griff. Okay, jetzt hier Freitagabend. Wir gehen jetzt hier gerade durch die Händlermeile. Das ist jetzt so der Anfang. Es sind überall Stände. Hier sitzen die Fans. Bikes stehen überall. Es ist hier überall schon riesengroß. Ich kann echt nicht alles filmen, weil es ist Wahnsinn. Ich über letzten Jahr. Ist hier echt der Wahnsinn. Ich höre die Apparate an. Überall super geile Bikes. Also morgen ist eigentlich erst der offizielle Tag. Dort ist die Band heute Abend. Wo ist die Hier stehen ja auch wieder mal rattenscharfe Bikes. Der Bonneville T100 in der Lackierung von 1966. Cool. Passt mal auf. Das Ding ist ja mal super scharf. Guckt euch die Auspuffröhren an. Das ist ein Hammer. Das Ding ist geil. Hey Jungs, wo kommt ihr zwei überhaupt her? Wir kommen hier aus St. Wendel. Und was trinkt ihr für Biermarke? Urpilz, Karlsberg Urpilz. Klar, okay, klar. Mag auch schmecken, aber wir da oben bei uns in der Rhön, wir trinken Hochstifte, das ist auch cool. Hier steht eine Güllepumpe vom Allerfeinsten. Das ist ja wieder ein Raum. Cool gemacht, weil hier ist der Rahmen mal extrem geändert. Das Ding ist cool. Hier, wem gehört das Ding von euch da? Patrick! Du musst schon wieder in die Glotze. Patrick, red dich doch mal rum. Du bist jetzt gerade im Fernsehen aktuell. Der Patrick ist müde, hat die Schnauze voll, weil er wird wahrscheinlich den ganzen Tag angelabert mit der Scheiße. Okay, was trinkt der für Bier, das ja schon voll ist? Guck mal hier, Horst Hell. Ah, wir trinken Hochschiff bei uns. Ja, da komme ich nochmal rüber bei euch. Okay. Da komme ich nochmal rüber bei euch. Patrick, jetzt gerade die Adresse auf von den Umbauern. Nochmal, erzähl du mal schnell die Webseite. mo-webs.de. Da ist der Mo-Stand, hier Scheißegeräte. BMW ist zum Beispiel, hier ist alles schön. Und hier, guckt euch den alten Sportwagen an. Geil. Das ist wohl hier der Stand vom Spaniol, glaube ich. Oh, eine alte Max. Rennmax. Und ein Nordhorn Dominator. Das ist ja auch mal ganz interessant, ne? So ein Honda-Roller. Das ist ja auch mal cool. Die BMW. Geil.
ist ja hier auch mal ein Traum, was die hier so gemacht haben. SR, cooler Stand, cool. Die BMW ist natürlich absolut scharf hier. Ist geil. Der Werner fährt hier durch den Platz, macht hier wieder Spektakel mit seinem Eisenhaufen. Das Café Reserform stellt auch ihre Motorräder aus. So, was ist hier los? Betet die Heilige Maria an. Cool. Hier haben wir ja wieder mal eine ganz coole Harley. Cool. Das Ding ist natürlich auch scharf. Gut, Heri, Mann. Ja. Kommt man da rein in das Zelt, oder? Brauchen wir da eine Eintrittskarte? Bitte? Kommt man da rein oder brauchen wir da eine Eintrittskarte? 5 Euro. Ich bin Mittelkalbach Fernseh-TV. Ja. Okay. So, die Fans sind schon hier, sind wach. Naja, ob sie wach sind. So, hier sind jedenfalls die Aktivisten. Gucken wir mal, was die so dabei haben. Ah ja, die Suzuki vom Alfred. Die GSX 250 von Lara. Das ist die vom Olli. Ja, ja. Dahinter steht das Redbike. Das ist ein Tuschelzeit BMW. Die neue Mesh. Hier sogar eine Kaffeeresse haben sie. Perfekt. Der Boldor. Gigs Projekt, das filmen wir nochmal von hinten. Und hier die BMW, die ist jetzt gerade fertig geworden. So, von hinten sieht das natürlich auch extrem scharf aus. Speziell die hier. Guckt euch diese Ausflugkappe an. Ja, absoluter Wahnsinn. Yes. So, hier haben wir doch mal eine schöne Kawasaki. 750er Zweizylinder. Batterie hast du auch da unten hingebaut? Cool. Hier in der Rickman. Ist ja vom Allerfeinsten her. Cool. Und den Nordhorn. Hammer. Oder auch wieder mal eine wunderschöne Kawasaki. So, die Fans reißen langsam an hier. Club. Langsam, aber langsam. Geil. Wir haben hier so ein kleines BMW Werkstatt-Service eingerichtet. Das geht schon los. Ja. Okay, die Fans kommen. Oh, viel Abgas. Hier, er ist der Besitzer. Geht ab. Alles beim Mittagessen. Hier ist quasi so der Anfang von dem Event. 1977 habe ich gerade am Tacho. Mal sehen, wie lange die Schlange hier dauert. Gehen wir einfach mal durch. Das sind so die Fans, die das Festival hier besuchen. Also die Zuschauer müssen schon ganz schön weit laufen. So, 1977. Geile NZ. Ich filme hier gerade mal so die Meile durch. Das ist endlos. Radwurststands stehen sie auch immer rum, ne? Das stimmt. Ja. Ah, komm her, die ist ja auch cool. Aber unsere Bratwurst sind gut da so. Ja, das stimmt. Und dahinter sind die Fans von Mo. Cool. Hier, guckt euch mal den Auspuff an. Der ist immer geil gemacht hier. Gibt's mal gar nichts. Perfekt.
Die wird sich entspannt. Die Ortschaft, die sehen saugeil aus. Ja. Einfach gemacht. Ja. Hand hat natürlich auch wieder was. Cool. Aber da mal was uraltenglisches. Eine AGS. Einzylinder. Die rechte Seite ist die schönste. Hier ist der Motor richtig hammergeil. Füllepumpe. Die ist ja auch mal rattenscharf hier. Cool. Das wankt hier ein bisschen, weil hier unser Blondschopf, der fährt. Dabei fährt er. Ja, ja. Ja, hier muss man aufpassen, dass es mit der Phase tut. Kommst du klar mit der Raserei hier? Na klar. Langsam will das blonde Mädchen hier filmen. Und nee, was hier für eine schöne Bobby hat. Ja, kannst weitermachen. Ja, bleib mal gehen mal. Fahr weiter. Werner da hinten, der erklärt eben gerade in seiner Heimat, gibt's Hochstift. Aber das lassen euch, er soll es euch selber erzählen. Moment. Hochstift bei uns im Getränkeladen zu kaufen. Aber man hat mich auf Delikatessengeschäfte verwiesen. Und ja, da gibt es nur ein ausgesuchtes Delikatessengeschäft, das dieses Bier verkaufen darf. Und das ist ein Geschäft für den Köln, Bonner und Düsseldorfer Bereich. Ah, okay. Und das läuft da auch bei dem Delikatessen? Das ist ständig ausverkauft. Also kalt kriegst du es gar nicht. Das ist im Kühlschrank drin, das ist schon wieder draußen. Ah. Also das ist der Renner da, ne? Ja, Sommer wie Winter. Ja, glaube ich. Ne? Im Winter verkaufen die schon warmes Hochstift. Das glaube ich auch, weil wir haben da auch so unsere Erfahrungen. Wenn wir mal einer im Kühlschrank stehen haben, den müssen wir nachts reinstellen, weißt du? Wenn die Fenster morgens kommen, Wahnsinn. Also mit dem Hochstift, da ist echt Wahnsinn. Also ich habe auch immer zwei leere Hochstifte im Kühlschrank stehen, falls mal einer kommt, der keinen Hochstift mag. Und die Biersorte ist ja scheißegal, Hauptsache es ist Hochstift. Da sind wir uns alle einig, ne? Kannst du das Motorrad in jeder Farbe haben, Hauptsache es schwarz, gell? Wir reden von Hochstiften, nicht von Motorrädern. Das Hochstift, heißt das Hochstift, weil das auch Potenzwirkung hat, hoch mit dem Stift oder nur so? Ja. Meine Frau sagt auch immer, ich soll viel trinken. Ja. Alp aus Stuttgart hier bei uns, ebenfalls mit einer BMW R100 RS, Baujahr 83, 80 PS. Oh, da müssen wir nochmal reden, wie das geht. Also, okay, 80 PS aus einer R100 ist schon eine Menge. Die ist komplett überarbeitet, komplett neu aufgebaut, viele Originalteile, alles wunderschön. Die sieht aus wie im Laden. Und das hat die Christine selber gemacht. Perfekt. Dann finde ich, ist das auch ein würdiger Abschluss. In 4 Monaten, das ist aber sehr flott dann. Das ist sehr flott. So. Ich nehme mir die 80 PS komplett ab. Wow! Das Vielen Dank. Erstmal vielen Dank an Jasmin, unser Plug Girl. Bis samstags nachmittags, ungefähr 16 Uhr, guckt euch das an. Es ist alles gedoppelt. Spaniol, das ist ein Spezial-BMW.
Hier ist ja Michaela, guck mal. Ich halte die falsche Wege auf. Guten Tag. Bist du hinter dem Bella-Roller daher oder was? Ja, ja, gehört er dir. Gehört mir nicht. Warte mal, wollen wir mal gucken. Da guckt sie danach. Ja, nach. Also alles andere habe ich schon. Du fährst Ducati, hör so laut T-Shirt. Kann das sein? Ducati, Harley, ja, und Fahrrad. Okay. Du lebst gesund. So, jetzt habe ich hier ein Mädchen entdeckt mit gelbem Haar. Das ist immer. Das ist immer geil. Ich habe dich erst schon gesehen, wo du hier voll durchgeschossen bist. Geschossen, ja, ja. Ja. Guten Tag. Im ersten Gang Standgas. Vollgas. Oh. Jetzt hast du es gepackt. Die Fahrer ist in Grabe gefahren. Das ist geil. Ja, die Alarmanlagen gehen los, okay. Wie man hört. Beim Tommy muss man gar nicht viel erzählen, der weiß, wie es geht. Wir warten ein bisschen begraben, wenn wir an der Seite sind. Und dann ist man auch mal Meilen deines Apfels. Rack! So. Geschwindigkeit, also das nur mal. Tommy, das musst du noch beibringen. Ne? Für alle die morgen auch noch da sind, Michel veranstaltet die Motonaut Pastis Painton Trophäe morgen früh. Dieses Teil ist wunderschön, ich will gar nicht so lange quatschen, sondern ihn laufen lassen. Ich habe es euch ja gesagt, manche Familien sind im Motorrad verrückt. Das ist der Junior vom Manni, wer im Dealers Club mit dabei war. Da hat er noch ganz zu viel!
Ihr seid das beste Publikum, das wir heute Abend haben. Ihr seid einfach super. Fragen doch, der Countdown.